Ich gebe dir ein kleines Schleckerli zur Motivation. Oh, so crunchy. Der Hund verdient sich erstmal ein Spa-Treatment, bevor es ans Eingemachte geht. Denn nach den Gesichtern der Haustiere zu urteilen, an denen diese Produkte beworben werden, wird das eine interessante Erfahrung für dich, mein Lieber. Dobby, habt ihr das gehört? Richtiger Stretch. Nicht nur der Doggo ist absolut entspannt, sondern diese ASMR-Experience. Entspannt mich auch total. Also folgende Produkte kann ich spotten. Eine Pfötchenbürste, eine Hundeschampoo-Bürste, eine Popolochbürste, Handschuhe mit Bürste, eine Zahnbürste mit Zahnpasta, Ohrwipes, die ich schon zu Hause hatte, Kokosnussöl und Shea Butter. Ich habe alle Produkte mal in meine Amazon Storefront gepackt, falls ihr was davon nachkaufen wollt. Und jetzt gibt's erstmal einen Spa-Day für Dobby. Roll the Spa-Music. Oh, danke. Hunde-Shampoo. Jawollo. Der Dobby ist ja nicht wirklich mein Hund, also irgendwie schon, weil wir haben ihn zusammen abgeholt. Ich war die ersten Nächte, als er ein Welpe war, habe ich bei Annika gelebt. Ey, das ist geil, das Pfotending. Pfötchen sauber machen. Dobby, das ist ein Spa-Erlebnis. Entspann dich mal. Wo der andere Hund aussieht, als ob er es voll genießt, ist Dobby so ein bisschen, ich lass es einfach über mich ergehen. So. Bisschen Shampoo. Geil, das ist squishy und dann kommt da das Shampoo raus, oder was? Ah ja. Wow. Ich versuche die ganze Erfahrung für ihn, also das komplette Video natürlich so unstressig und angenehm wie möglich für ihn zu machen. Machen wir mal dein Köpfchen so wie im Video. Das tut doch gut, oder? Dobby, der nächste Part tut mir ein bisschen leid, aber ich glaube, da muss jeder mal durch. Scheint gar nicht so unangenehm zu sein. Mach mal Bub. Oh, danke. Guck mal, die Handschuhe. Das ist eine Massage. Ui, ui. Good, good. Ah, hoppla. Habe ich verdient. So, next station. God bless you, bro. Oh, thanks, bro. Zähne putzen und Ohren waschen. Okay, das habe ich auch noch nie gesehen. Wir benutzen immer diese Fingerwipes. So, bisschen Zahnpasta. Yes. Ohren. Oh, das gefällt dir ein bisschen, ne? Im Ohr. Oh, oi. Ein wahrlich sauberes Ohr. Die letzten Steps, Dobby, zu deiner Spa-Routine. Coconut Oil. Sehr gut für dein Fell und für deine Haut, weißt du? Softest and shiniest skin in the world. Super machst du das. Bisschen aufwärmen. Oh. Das habe ich dich ja noch nie machen sehen. Sag mir nicht, du hast noch nie Shea Butter gesehen, mein Lieber. Pfötchen? Dobby? Es ist so süß, er ist richtig zögerlich. Ui. Ist doch nett. Und eh alles direkt abgeschleckt. Und fertig ist der Spa-Hund. They're nice. Ihr kennt doch sicherlich diese viralen Doggo-Gadgets, die gerade auf TikTok viral gehen. Ich habe einige davon gekauft, damit du sie nicht kaufen musst. Um zu gucken, wie unsere vierbeinigen Begleiter wirklich darauf reagieren. Spezifisch, wie Dobby darauf reagiert. Oder Dobby? Also habe ich meine Einkaufstasche mit den skurrilsten und ausgefallensten Gadgets gefüllt. Seinen Frieden wollte ich aber nicht komplett ruinieren, denn ich konnte teilweise wirklich nicht glauben, was ich da erblicke. Und wenn wir schon mal bei unseren Fellnasen sind, möchte ich dir von etwas erzählen, was gegebenenfalls nicht nur Hunden, sondern auch dir was Gutes tut. Ihr habt vielleicht schon mal was von Holzkern gehört, der führenden Marke für Holzuhren und natürlichen Schmuck in Europa. Aber Holzkern ist nicht nur eine Uhrmarke. Sie möchten eine Verbindung zwischen dir und der Natur herstellen und die Vielfalt der Produkte ermöglicht es einem, seine Individualität zum Ausdruck zu bringen. Es gibt wirklich viele verschiedene Modelle. Ich habe mir da auch ein paar ausgesucht, die sehr gut passen, wie ich finde. Die Uhren sind nicht nur wunderschön, sondern sie erinnern mich persönlich auch daran, wie wertvoll unsere Zeit ist und diese Zeit bewusst zu nutzen. Denn jedes Mal, wenn ich auf meine Holzkernuhr gucke, frage ich mich, wo und wie ich am besten meine Zeit verbringe und vor allem mit wem ich sie teile. Der
deswegen ist natürlich auch der Doubles in diesem Video. Ihr könnt den Rabattcode KELLY15 benutzen, mit dem ihr satte 15% auf eure Bestellung bekommt. Und es ist eine perfekte Gelegenheit, um euch oder euren Liebsten ein Geschenk zu machen. Aber das ist noch nicht alles und somit kommen wir zurück zu den Doggos. Es gibt momentan eine Option, bis zum 16.06. 10% zu sparen und 5% an ein soziales Projekt von Holzkern zu spenden. Aktuell unterstützen sie den Tierschutz in Rumänien. Verwendet einfach den Code DONATEKELLY und klickt auf den Link in der Beschreibung oder im angepinnten Kommentar. Und indem ihr da drauf klickt, zeigt ihr Holzkern, was für eine tolle Community wir sind und ihr unterstützt damit direkt wieder meine Videos. Deswegen bedanke ich mich sehr dafür und natürlich auch ein großes Dankeschön an Holzkern. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten und teuersten Gegenstand dieses Videos. Wir haben hier eine richtig cute Hüpfburg mit Bällebad, über die sich drei Schäferhunde sehr freuen. Es sieht aus, als würde es Action und Spielspaß bringen. Und ich bin wirklich gespannt, wie Dobby reagieren wird. Hätte ich mir vorher schon denken können, dass es 15 Kilo wiegt, dieses Scheißpaket. Das ist für dich, Dobby. Das ist für dich. Ich habe dir was ganz Besonderes gekauft. Das haben manche Kinder nicht mal. Hoffentlich kriege ich das wieder zusammen. Nee. So. Hoffentlich passt das überhaupt hier rein. Wie blase ich das jetzt auf? Komm hier hin, ja. Ui. Er ist auf jeden Fall aufgeregt. Ey, wie schnell ging das bitte? Oh. Ach so, okay, das muss ja die ganze Zeit an sein, oder was? Bist du bereit für den Spaß deines Lebens? Action! Oh, das sind aber nicht so viele. Hopp! Yeah! Yeah, Dobby! Whee! 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 Guck mal, Dobby. Ah! Au! Whee! Ich hätte nie gedacht, dass er da so reinläuft. Whee! Oh. Oh. Ah. Ah. Yeah. Oh, es ist süß, ich kann nicht mehr. Wenn es nicht so unnormal warm wäre, würde ich ihn so mega lange da drin spielen lassen. Aber ich glaube, es ist ein bisschen zu heiß. Aber ey, Leute, ohne Witz, das Geld lohnt sich mega. Er ist gerade so enttäuscht, dass dieses Ding deflatet. Ey, ich kann das gar nicht glauben. Mir hat es auch mega Spaß gemacht. Vielleicht irgendwo draußen aufbauen. Hier in diesem Pool kann man auch Wasser reinmachen. Das ist natürlich besonders geil für Labradore. 100% geil einfach. Ich bin richtig begeistert davon. Oh. Ah. Eine Tragetasche zum Krallenschneiden. Abgesehen davon, dass ich das sehr skurril finde, weiß ich gar nicht, wo ich Dobby dranhängen würde. Der ist auch ein bisschen größer als der gezeigte Dogge, aber bei meinen Recherchen habe ich eine andere Tragetasche gefunden, die man sich um die Schulter hängen kann. Und ich glaube tatsächlich, ist es recht praktisch, sowas zu Hause zu haben, falls sich der Dogge verletzt oder auch zum Krallenschneiden. Just hanging. Let's just hang. Dobby, es gibt eine kleine Chance, dass dir der nächste Part nicht so gut gefallen wird. Aber ich mach's wieder gut, ich verspreche's. Ich versuch's ihm zu verkaufen. Wow. Wie machen wir das am besten? So. Und jetzt solltest du eigentlich schon so gut wie ready sein. Um gehoben zu werden, falls du einen kleinen Unfall hast. Das sieht irgendwie nicht so gemütlich aus. Soll ich dich einmal kurz versuchen? Und? Fashionable bag. Wie war das? Nee, einmal reicht. Ich denke mal, für Notfälle gut geeignet, für Fashionzwecke eher weniger. Gut gemacht, ja. Ich kann dich als Tasche tragen. Das Krabbenspielzeug ist eigentlich für Babys gedacht, glaube ich, damit die hinterher krabbeln. Aber unsere Hunde sind auch Baby. Der Goldie wirkt am Anfang ein bisschen ratlos. Er weiß nicht so genau, was er damit anfangen soll. Aber ich glaube, wenn man sich erstmal dran gewöhnt, entweder wird es dann gar nicht mehr verfolgt oder es ist einfach mega fun. Hoffen wir für mega fun.
Hi Leute, hier ist Dobby. Meine dumme zweite Mutti hat vergessen, den Ton aufzunehmen, also muss ich euch jetzt erzählen, was hier in diesem Teil des Videos passiert ist. Sie hat so eine komische Krabbe ausgepackt und ich wusste erstmal nicht, was ich davon halten sollte, obwohl ich echt ein bisschen excited war. Aber ganz ehrlich, was soll ich damit? Ich schmeiß sie um, meine Mutti bringt's wieder zum Laufen. Meine ganze Arbeit für die Katz quasi. Ich habe ihr mehrmals versucht zu vermitteln, dass sie das doch bitte lassen soll, aber sie hat einfach nicht verstanden. Genauso wie sie nach 12 Jahren YouTube nicht versteht, dass man den Ton laufen lassen sollte bei einem Video. Ich kann es ihr auch nicht mit Leckerlis beibringen, sie pfeffert sich nämlich von selbst schon genug Leckerlis rein und hat dann die Blöße, mir nicht mal was davon abzugeben. Könnt ihr das glauben? Das ist aber total am Thema vorbei. Ich fand das Spielzeug okay, obwohl der Technobeat echt gescheppert hat. Um mir zu zeigen, wie doof ich ihre ganzen Gadgets finde, die sie mir immer wieder unter die Nase stellt, habe ich ihr meinen Ball gebracht und versucht, ihn ihr zu geben und ihn dann wieder weggenommen. Ich verstehe nicht, warum sie das immer wieder zum Lachen bringt. Eigentlich ist es eine Beleidigung. Ciao, Leute. Go Doggo, das ist echt ein bisschen Black Mirror Shit. Das ist was für die Intelligenz, für die mentale Stimulation, damit dem Hund nicht langweilig ist zu Hause, wenn vielleicht Herrchen oder Frauchen was zu tun haben. Es interessiert mich auf jeden Fall, ob er das versteht, weil der Dobby ist jetzt nicht so interessiert an Fernsehern oder Bildschirmen, außer es läuft Susi und Strolch oder Beethoven. Deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, aber mal gucken, wie intelligent Goggy wirklich ist. Für 199 Euro hoffe ich, dass er sehr intelligent ist. Okay, ich habe jetzt einige Zeit das Setup gemacht von Go Doggo. Da muss man ein bisschen gucken mit Kamera, Licht und so. Das ist ein bisschen difficult aufzubauen. Dafür muss man sich auf jeden Fall Zeit nehmen. Aber ich habe so einen süßen Zettel von denen bekommen, dass die ein Startup sind und ich die erste Bestellung in Deutschland bin. Und ich will mich ja von sowas nicht beeinflussen lassen, aber es beeinflusst mich schon. Ready to play with good boy Dobby. Ui. Ui. Guck mal, das kommt von da oben. Hier. Dobby. Guck mal. Da. Guck da oben. Hier. Dobby, nicht an der Tür. Dobby, du guckst in die falsche Richtung. Ja, was jetzt, Dobby? Was jetzt? Er hat einfach gerülpst. Dobby nowhere to be found. Ey, ich find's schon echt viele Leckerlis eigentlich. Ich meine, aber die sagen auch am Anfang kommen viele Leckerlis, weil die versuchen denen was beizubringen und so. Aber ich weiß nicht, ich glaube, man muss das echt super häufig machen und es sind halt super viele Leckerlis, ne? Ich glaube nicht, dass du checkst, du Pommeshirn. Vielleicht ein smarterer Hund. Ist auf jeden Fall interesting. Also ist irgendwie eine coole Sache, um ihn zu beschäftigen, so ein bisschen Zeit mit ihm zu verbringen. Ne, Bobbes? Ein Tierhaarstaubsauger oder Hundeschermaschine. Wenn das funktioniert, ist das ein absolutes Must-Have für jeden haarigen Hundebesitzer. Also nicht der haarige Besitzer, sondern der haarige Hund. Vielleicht auch ein haariger Besitzer. What? Dobby haart so unnormal und ich bin echt mega gespannt, was ich aus dem rauskriegen werde und ob ich mir am Ende ganz neuen Hund basteln kann. Da ist das gute Stück. Ey, ich bin so excited, dieses ganze Fell aus dir rauszuholen. Ein wichtiges Asset in diesem Video, die Hundeleberwurst. This looks amazing. Okay, der Tank ist viel kleiner, als ich ihn mir vorgestellt habe. Ist es boring für dich oder was? Eine Bürste. Das sieht aus wie was zum Unterfell rausziehen. Eine weitere Bürste. Was zum Scheren. Bzzzt, bzzzt. Noch ein länglicher Aufsatz. Es sieht so aus, als könnte man damit halt auch ein Sofa absaugen oder irgendwelche Ecken oder so, wo vielleicht Hundehaare sind. Erstmal gucken, ob es funktioniert. Ui. Was ist da? Oh, ich bin stretching. Vielleicht ein bisschen ans Geräusch gewöhnen. Da gibt es ein bisschen Leberwurst, ne, wenn der angeht. Wir probieren vielleicht sogar echt erstmal die Unterfellbürste. Ich habe ihm nämlich gestern schon das Unterfell ein bisschen rausgezogen mit meinem liebsten Fuminator. Aber vielleicht wird das meine neue Lieblingsbeschäftigung. Also ich weiß nicht, irgendwie bin ich von der Saugkraft nicht so überzeugt.
Aber es soll ja auch nur die Haare ein bisschen wegsaugen, ne? Oh, it's so boring for you. Das ist schon ein sehr befriedigendes Bild, dieses. Guck mal, wie viel da schon drin ist, Dobby. Probieren wir mal einen anderen Aufsatz. Damit kann man auch kämmen und dann cleanen, die Haare einsaugen. Schade. Das zieht leider nicht so viel raus wie die Unterfellbürste. Das finde ich ein bisschen doof. Und es zieht die Haare nicht direkt ein, sondern man muss sie so hochschieben. Oh Gott, sollen wir noch das hier probieren? Shaving your little paws. Erstmal, ich mach's vor. Okay, dann dein Paw. Alles! Funktioniert sogar sehr gut. Wow! Kitzelt ein bisschen. Ne? Fürs erste Mal reicht das, glaube ich. Die Ausbeute ist doch nicht so groß, wie ich dachte. Also da passt schon einiges rein. Das finde ich natürlich sehr praktisch, so eine Schneidemaschine zu Hause zu haben. Also dafür ist es schon gut. Der hier so mittelmäßig, aber ich glaube, deswegen ist hier auch so ein normaler Staubsaugeraufsatz, dass du danach einfach die ganzen Haare, die daneben gegangen sind, noch schnell aufsaugen kannst. Weil hier sind echt viele Hundehaare noch. Aber leider überzeugt mich die Saugkraft nicht. Also eigentlich gar nicht. Abby, Abby, Abby. Es darf halt aber auch nicht so saugkräftig sein, weil sonst tut's ja weh. Du kannst deinem Hund nicht mit mega Saugkraft übers Fell gehen. Ob die Gadgets jetzt nützlich sind oder nicht, es war auf jeden Fall ein gutes Entertainment für Dobby und ich hoffe auch für euch. Ich glaube allgemein alles, was einen dazu bringt, mehr Zeit mit seiner Fellnase zu verbringen, mehr Quality Time, Interaktion, das ist es eigentlich wert. Deswegen fand ich es einfach super und ich hoffe Dobby auch. Ich wünsche euch noch einen wonderful day. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder.